Könnt ihr mal damit aufhören? Ihr sollt ihn nicht belästigen. Also wir sind hier im Kreisagrarmuseum im Dorf Mecklenburg. Und wir haben die kommenden 4 Tage die Möglichkeit, mit Jugendlichen zu filmen. Wir nutzen den Film als kreative Möglichkeit, um dem, was uns beschäftigt, Ausdruck zu verleihen. Und es geht bei dem Projekt auch darum, eine Position zu bekommen zum Thema sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen. Also wir haben uns halt die Filme selber ausgedacht und dann konnten wir halt auch in verschiedene Rollen schlüpfen, Kamera, Regie, einmal mit Ton und so. In dem Film geht es um ein Mädchen, das ins Freibad geht und dort auf ihre Klassenkameradin trifft und die einfach Fotos von ihrem Bikini machen. Was war das denn? Und im Endeffekt schreitet dann zum Glück die DLRG ein und hilft. Hey, brauchst du irgendwie Hilfe? Ich habe das hier schon länger beobachtet. Ist alles okay? Alles so miteinander verbindet ist am Ende, dass sie nicht genau wissen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich sowas mitbekomme, selber betroffen bin oder mir jemand sowas erzählt. Ich will jetzt zur Schule sauer. Mach auf! Ich lasse mir gar nicht vor den Scheiß ein. Und manchmal wird ihnen während des Projekts erst so bewusst, dass es irgendwie auch in ihrem Leben vielleicht schon mal vorgekommen ist. Was wird das? Sag mal, spinnst du? Am coolsten fand ich bisher das Stop-Motion. Da haben wir ja ganz viel Papier uns genommen, das zerrissen und sowas. Und daraus haben wir dann das Intro und Outro gemacht. Ich fand die 2 Tage auf jeden Fall sehr schön. Die Leute hier sind super nett. Es ist eine schöne Atmosphäre. Das Wetter war super und es war auch sehr lustig mit den Drehtagen. Es hat mir alles sehr gut gefallen, ja. Diesen sogenannten Bystandern würde ich immer mitgeben wollen, dass sie eigentlich die größte Gruppe sind, die was unternehmen kann. Ja, als Zuschauer einschreiten, ganz logisch. Und wenn es nur ist, man ruft die Polizei oder man alarmiert wen anders, wenn du dich nicht traust und dich nicht selber in Gefahr begeben willst, aber mach was.